Du bekommst nicht genug von Parainc? Dann besuch doch unseren offiziellen Fanshop. T-Shirts, Hörbücher, DVDs und bald noch vieles, vieles mehr. Ab jetzt. Wo ist der Mörder? Alter, fuck! Parainc! Und was sagt ihr? Also komm ans Bad, komm ans Bad. Also mein Gefühl sagt es, du musst mal ans Bad gehen. Ich wecke Geister mit Geräuschen. Echo Box, Spirit Box, noch vor einem Jahr waren wir oberkrasse Underdogs. Was? Es gibt gar keine Geister, was laberst du? P zu dem I, bring dir Realtime EVP. Ich hab'n Schatten als Begleiter, schwarz ist die Nacht. Fürchte weder Tod noch Teufel, weil Gott über mich wacht. Ich wurde ausgelacht, weggedisst, ausgegrenzt. Doch mein Wille war zu stark, abgeblockt, ausgebremst. Es ist mein Leben, meine Wahl. Ich spreche lieber mit den Toten, Alter, das ist meine Wahl. Das ist paranormal, phänomenal. Ein Geisterjäger, der rappen kann, Digga, das ist abnormal. Ich bin stolz drauf, grün ist mein Blut. Ghost Hunter, Rockstar, ich bin nicht wie du. Klar bin ich anders und das ist doch gut so. Nachts jag ich Geister, Alter, was machst du so? Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, eine Entität. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kampf mit den Dämonen, Final Destination. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, deine Entität. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird. Parainc! 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 Was macht einen guten Geisterjäger aus? Mut, Furchtlosigkeit, mentale Stärke, den Drang, die Wahrheit zu finden. Aber das Wichtigste noch, man sollte als Geisterjäger den paranormalen Gedanken zulassen, anstatt immer alles rational erklären zu können. Unser Ohr ist immer gespitzt. Und wir hören ihnen zu. Wir hören ihnen gerne zu. So ist es nun mal. Sie reden nicht mit jedem. Man muss ihr Vertrauen gewinnen. Dann reden sie mit einem. Es gibt um so vieles mehr zwischen Himmel und Erde, als das, was der Mensch verstehen kann. Wir berichten darüber. Hallo, Freunde des Paranormalen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Parainc, die Geisterjäger. Was ich so sehr an Planungen mag, ist, dass sie meistens funktionieren. Aber was ist, wenn Planungen nicht funktionieren? Dann braucht man einen Plan B. Eigentlich hatten wir eine Doppelepisode geplant mit zwei verschiedenen Locations in einer Nacht. Doch das liebe Wetter hat uns einen richtig fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Aber was fängt man mit so einem angefangenen Untersuchungstag an? Wir tauschten uns kurz aus und siehe da, das Team hatte eine Wunschlocation. Das Geisterhaus. Wenn ich ehrlich bin, war ich von dieser Idee nicht ganz so begeistert und Freude sieht anders aus. Macht euch bereit für eine unglaubliche Folge Parainc die Geisterjäger, die euch noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Parainc die Geisterjäger. Hört mal, kennt ihr das irgendwoher? Die Geräusche? Schon mal gehört?
Jo, also eigentlich sollten ja heute Abend die zwei Locations anstehen, die wir uns rausgesucht hatten. Aber leider hat uns das Wetter jetzt einen ganz bösen Strich durch die Rechnung gemacht. Und von daher haben wir uns umentschieden. Eigentlich wollten wir erst in etlichen Wochen wieder ins Geisterhaus, aber wir haben ja definitiv noch eine Mission zu erfüllen und noch eine Rechnung offen. Ihr merkt es an meiner Laune, ich bin alles andere als begeistert heute Abend. Ja, gerade wenn ich sehe, wir kommen hier rein und das Haus sieht aus wie Sau. Leute treten hier Scheiben ein und reißen hier Fenster raus, können kotzen im Strahl, muss ich gerade mal sagen. Und falls diejenigen das jetzt gerade zu Hause sich reinziehen und sich freuen, wie cool sie doch sind, ihr seid die Holzköpfe der Nation, ohne Mist. Sowas geht überhaupt nicht. Absolutes No-Go, ja, weil so macht ihr das uns kaputt, weiterhin solche Orte besuchen zu können. Und jo, muss der Onkel wieder mal schimpfen, ja, finde ich absolut kacke, aber nichtsdestotrotz werden wir heute Abend hier unsere neuen Geräte ausprobieren und schauen, was wir hier einfangen können. Ja, ich zeige euch einfach mal das Team, die stehen ja auch schon hier, Spalier. Jo Leute, also bevor ich euch jetzt hier groß Fragen stelle, von wegen, was stellt ihr euch vor, wie das heute Abend wird, wie findet ihr das dann, wenn wir hier reinkommen und hier sieht's aus wie Sau, ich weiß noch. Geht mal gar nicht. Ich meine, das Haus ist sowieso schon, ne? Es ist alt, hier ist einiges kaputt, okay, gut, aber diese Orte sind eigentlich dafür da, um, ja, sie zu besichtigen, ja, und besichtigen heißt nicht, dass ich irgendwelche Fenster eintrete oder aus dem Rahmen raushole oder was auch immer hier drinnen noch gemacht wurde, irgendwelche Leisten wurden abgerissen, Tapeten wurden abgerissen, teilweise da hinten an der Wand, das fehlt echt ein Stück vom Mauerwerk, ja, jetzt mal ganz im Ernst, habt ihr keine Hobbys? Sorry. Ja, geht malen, holt euch eine App, geht Pokémon Go spielen oder irgend sowas, aber nutzt eure Zeit doch bitte sinnvoll. Ja, ein altes Haus abzureißen, ganz im Ernst, das ist nicht sinnvoll, das ist einfach nur Hirn verbrannt. Meine Meinung. Gut, ja, dann haben wir das Thema mit dem Haus auch geklärt. Asi hat schon gesagt, wenn es heute hier knurrt, knurrt er zurück. Ne, Asi? Also, wir machen zwar jetzt hier noch so ein bisschen unsere Späße, aber wir haben natürlich Mordsrespekt. Lysanne, willst du auch noch was dazu sagen zu dem Abend, zu der bevorstehenden Untersuchung oder? Naja, das Problem bei mir ist jetzt einfach gerade dadurch, dass der Zustand, also die Art der Verwüstung gerade so immens ist und dass man sich wirklich auf alles gefasst machen muss, kann ich mich, um ehrlich zu sein, gerade nicht wirklich darauf einstellen, hier irgendwas zu empfangen oder zu hören. Deswegen bin ich gerade etwas gedrückt, leider Gottes. Ja, für den normalen Zuschauer muss man ja auch mal sagen, dass solche Aktionen die Entitäten entweder verärgern und dann natürlich auch irgendwann stumm schalten. Irgendwann haben die keine Lust dann mehr zu reden und das ist absolut kontraproduktiv. Und an die Leute, die es natürlich nicht böse meinen und immer sagen, oh, wo geht's hin, wo geht ihr hin? Jetzt wisst ihr, warum wir nicht sagen, wo wir hingehen, weil wir ärgern uns einfach über sowas. Ja? Kommt jetzt hier irgendjemand rein und sieht, dass hier alles in Schutt und Asche liegt, könnt ihr ja einfach mal bis 3 zählen, wer dann die Schuld bekommt dafür. Ja? Die am wenigsten dafür können, das sind wir. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt hier unsere Geräte aufbauen. Wir werden jetzt hier unsere Geräte aufbauen und einfach mal schauen, dass wir das hier anständig über die Bühne bringen, weil uns interessiert immer noch, was war dieses Knurren, wo kam das her, was läuft hier drin schief. Das ist ganz einfach die Kernaussage. Bitte, 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 falls dieser Raum irgendwie extrem zum Vorschein kommt diesmal, nicht auf die Wände achten. Da ist kein Blutgespritze an der Wand oder so. Das ist Kakao oder Farbe oder... Ja, gehört halt auch zu diesen Verwüstungen, die halt in der letzten Zeit hier passiert sind. Seit wir das letzte Mal da waren, hat einer gedacht, ja, ich spritze mal, keine Ahnung, 1,5-2 Liter Kakao oder so an die Wand. Dann ich benehme mich mal wie ein Schwein. Ja, absolut wie ein Schwein. Wenn der Assi gerade nichts gemacht hat, dann war hier gerade was Männliches. Ja, ich habe dann auch schon wieder... Gut, okay, also hier hinter mir, aber ich... Okay, ich wollte es nur mal erwähnen. Gut, ja. Jo, dann wollen wir mal mit dem Aufbau anfangen. Genau, ist ein gutes Stichwort. Erst noch mal eine rauchen. Der Gildo ist auch hier. Ja, und das sind halt das, was wir eben gemeint haben. Das ist das, was wir eben gemeint haben. Also das ist kein Blut, kein irgendwas, das ist Kakao. Ja. Und wie man sieht, es ist auch nicht wenig. Also hier hat jemand echt sich viel Zeit genommen dafür. Ja. Ganz im Ernst, Pokémon Go, ja, du hast Bewegung. Gehst raus, tust was. Auf jeden Fall. Ja, unterstützt die Leute, anstatt dich hier irgendwo aufzulassen.
Arbeitslose. Die ist schon länger da. Aber die wandert. Die wandert von Raum zu Stockwerk zu Stockwerk. Aber immer zusammengelegt, oder? Nein, die hat auch schon mal an der Wand gehangen. Also ich glaube nicht, dass das einen paranormalen Ursprung hat, sondern eher... Genau das meinen wir. Das Fenster war die ganze Zeit intakt. Die Jahre, kann man ja mittlerweile sagen, die wir haben. Jetzt nicht mehr. Also die Firma da hoch, da haben sie ein Eisen durch die Decke gehauen. Weiß nicht, ob du das drauf kriegst, ja. Ja, guck mal hier. Absolut. Absolut asozial. Ekelhaft. Nee. Faktisch auch. Böse Art, total. Aber von aller Fall. Jedes Fenster angeschlagen. Ah ja? Die Fenster in den Seiten auch. Klar. Jedes Fenster kaputt. Mit reiner EVP-Session, wenn wir Autos vorbeifahren, dann gibt es keinen Krieg mehr. Nee. Okay, Leute, ich will euch nicht beunruhigen oder so, aber hinter euch ist eine fette Fledermaus. Hallo. Oder? Oh Gott, ich hab Angst. Weißt du, ich hätte was... Ja, hier jeder geht nicht rein. Du hast mich auf der ersten Mal suchen. Hat Fledermäuse. Hat sich im Hotel Transylvanien? Die gehören ja schon fast dazu. Ich bin gerade voll fasziniert. Also Leute, wir haben unsere Überwachungskamera jetzt aufgestellt. Diesmal habe ich mich entschieden, die Kamera ins Untergeschoss zu stellen, da wo letztens der Bewegungsmelder angeschlagen hat und wo auch die Dose durchs unterste Geschoss geflogen ist. Und wir wollen einfach gucken, falls sich das heute Abend wiederholt, ob wir es nicht vielleicht einfangen können, beziehungsweise... Vielleicht spielt sich ja irgendwas hier unten ab, was wir letztens nicht mitbekommen haben. Und dann hätten wir es diesmal drauf. Jo, schauen wir mal. Kamera Nummer 1. So, die läuft. Die bleibt noch weiterlaufen und weiter im Aufbau. Jo.
Holz. Das ist schon wieder nicht, ne? Funktioniert! Ja, also wir rauchen jetzt noch gemischte Zigarette, aber wir hatten es ja versprochen, Ehre wem Ehre gebührt. Für die Leute, die nicht bei Facebook sind, die das nicht so mitbekommen hatten, wir haben ja eine kleine Sammelaktion gemacht für unser Projekt Parang die Geisterjäger. Ja, das Geld wird auf jeden Fall ins Team gesteckt, weil auch wenn andere noch so großkotzig sagen, sie finanzieren sich selber, ich bin von Beruf nicht Sohn, oder nehme einen Kredit auf, um mir für 1500 Euro Kameras zu kaufen. Kann ich einfach nicht, ich habe Kinder, ich habe Familie. Aber umso geiler finde ich es, wenn es da draußen Fans gibt, wie den Markus Mörtelbauer aus Nürnberg. Markus, deine Spende ist bei uns angekommen. Markus hat uns eine Bildkamera, eine Full-HD-Bildkamera gespendet. Plus noch einen Voice-Recorder, plus noch einen Power-Akku für meine Kamera, plus noch ein IMF-Gerät. Ja, was soll man dazu sagen? Vielen, vielen Dank, Markus. Dankeschön. Danke. Du bist echt der Beste. Ich grüße auch noch deine ganze Familie, den William, und du hast uns echt eine Riesenfreude gemacht. Also, vielen, vielen Dank für die Sachen, die du uns gespendet hast. Die sind sehr gut bei uns angekommen. Wir werden heute Abend auch direkt in Einsatz gehen. Und ich sag dir was, das ist für dich. Ich hab Danke, Markus. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Markus, auch nochmal von mir. Viele Grüße an den William, an den Ricky, an den Nico, an die ganze Familie. Ihr seid echt super tolle Menschen. Und ja, wir haben dich echt, echt lieb. Danke. Dankeschön. So, und wir fangen jetzt an, was zu schaffen. Ja. Brauchst du Licht, Assi, oder reicht das, wenn du hinter mir hergehst? Sehr gut. Ich versuche nur nicht deinen kleinen Poppes zu filmen. So, wollen wir das mal gucken? Also hier nicht drauf treten, Leute. Egal wer hier hochgeht. So, Leute. Haben jetzt hier unsere neue Wildkamera. Und hier an dem Platz, an dem wir uns gerade befinden, haben wir das allererste Mal den Namen Tristan aufgenommen. Ist auch der Grund, warum wir die Wildkamera hier oben aufstellen, weil A, wir laufen nicht die ganze Zeit durch den Sucher, und B, jo, ihr habt es in der letzten Episode gesehen, The Real Paranormal Activity. Assi hat hier hochgeguckt und schon kam die allererste EVP und wir waren noch keine 10 Minuten im Haus. Also denke ich, es lohnt sich definitiv, eine Bildkamera hier aufzustellen. Und das machen wir auch jetzt. Mal ganz ruhig bleiben. Okay, die knipst. Sie tut das, was sie tun soll. Mhm. Wenn was passiert. Also ich verstehe jetzt, was er meint, von wegen, dass das hier so sehr muffig riecht und so. Mhm. Das ist echt unangenehm. Ja. Guckt euch das mal an, Leute. Das sind zerrissene Zeitungen, ich will gar nicht wissen, von wann die sind. Ja. Die sind schon uralt. Kann man leider nichts mehr erkennen.
Aber das kennt doch jeder, oder? Das kennt doch jeder. Der gute alte Legostein. Ja, den legen wir mal hier hin. Nein. Vielleicht hat dir irgendeiner Lust, den von dem Männer runterzukicken. Ja. Gehst du vor, dann kannst du mal eben leuchten. Kann ich machen. Damit ich auch runter kann. Ja, rauf ist einfach, runter ist immer ein bisschen schwierig. Faktum ist, dass ich zumindest als letztes hier beginne. Was hab ich? So, wie gesagt, immer schön langsam. Ja, von den Schritten. Ja, geht nicht. Also. Die ist aber auch nicht mehr so stabil, ne? Die Treppe? Ja. Gehen sie? Du musst gleich mal leuchten. Bitte. Oh, warst du das? Ja, ich war das. Okay, gut. Also wenn du dotzt, fällst du auch nicht und sitzt du mal. Ich muss. Soll ich mich da unten hinstellen? So, Bildkamera schon oben, hab eben auch schon ein Bild gemacht. Ja, der ist komplett eingesaugt. Ja, so, sehr gut. Weiter geht's im Text. So. Meine Kamera braucht man nicht. Wo ist der Kader? Ich hab einen. Ja. Ich hab noch einen. Halt. Ja, kannst du auch Laura geben? Lass mich gerade auf der Dienstag. Nimmst du ein bisschen einen Schrittwinkel, oder? Ja, da merkt man doch direkt wieder, wo man sich befindet. Und ich kann es nur immer wieder sagen, es gibt wirklich sehr wenige Orte, die so viel Aktivität aufweisen. Wie man sieht, sind wir gerade erst angekommen und sind am Aufbau, als sich die ersten Entitäten schon wieder bemerkbar machen. Und es weist immer alles auf den Dachboden hin. Der sollte noch eine sehr wichtige Rolle spielen, aber dazu später mehr. Wir beginnen mit unserer ersten Spiritbox-Sitzung. Und mit einer Botschaft, die im Nachhinein noch sehr, sehr wichtig werden sollte. Schade, dass wir das nicht vor Ort hören konnten, sondern erst bei der Auswertung. Aber trotzdem extrem spannend. Dieses Mal sollte unsere Untersuchung einem Detektivspiel ähneln. So Leute, also wir fangen jetzt erstmal mit der Spiritbox-Sitzung an. Wir hatten ja letztens wahnsinnige Antworten aus der Spiritbox, wie Lauffeuer hinweg, der Dämon. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, was da dran ist. Ja? Und gehen jetzt einfach mal jedes Stockwerk ab mit der Spiritbox. Um zu gucken, ob es vielleicht in irgendeinem speziellen Stockwerk mehr Aktivität gibt wie in anderen Stockwerken. Das probieren wir jetzt einfach mal. Hallo, kann uns irgendjemand hören? Hier ist der Marc, der Assi, die Laura, Lisanne und Doro. Wir begrüßen alle Entitäten und Seelen, die hier in diesem Haus sind, die uns hören oder sehen können. Hallo. Ja.
Also wie gesagt, wir wollen euch überhaupt nichts Böses. Wir wollen euch auch nicht euer Haus wegnehmen. Wir wollen einfach nur wissen, was das letzte Mal hier passiert ist, als wir da waren. Wieso? Das kann ich dir sagen. Wir wollten eigentlich nur mit Verstorbenen reden und sind hier, ja, quasi aus dem Haus gejagt worden. Hier hat jemand dreimal geklopft und irgendjemand hat geknurrt. Wer hat geknurrt? War es Gott, wie krass? Wieso? Du wolltest wissen, wieso? Ich hab's dir gesagt. Wer hat gesagt, dass Assi ein Mädchen ist? Wir fanden es lustig. Assi hat es nicht als Beleidigung aufgefasst, sondern wir fanden es eher lustig. Wer war das? Kinder? Ja, ich hab auch Kinder gesehen. Waren das Kinder? Wer hat das gesagt? Also, falls ihr es noch nicht so wirklich verstanden habt oder uns nicht wiedererkennt, wir sind die, die das letzte Mal hier waren. Und ich habe das Vaterunser gebetet. Könnt ihr euch erinnern? Das ist so nah. Hast du das Geräusch gerade gemacht? Da kommt einer. Und wieder. Ich würde gerne mal gucken gehen. Was siehst du noch? Nur ganz kurz für die Kamera, falls es drauf gewesen sein sollte, eben beim Runterkommen von der ersten Treppe hier habe ich irgendwas gehört. Vielleicht ist was drauf, vielleicht ist es nichts, aber einfach mal Bescheid sagen. Ne? Wir gucken direkt mal weiter, was das hier für ein Geräusch gewesen sein könnte. Das heißt, es ist keine. Das war wieder ich. Also, hier ist definitiv keiner, der dieses Geräusch kam. Das ist eine sehr gute Frage. Hallo! Vorwärts, Assi? Schon wieder. Also ganz klare Ansage. Sollen wir von hier gehen? Jetzt? Wollt ihr uns nicht hier haben? Link.
mal ganz kurz, ob Vincent das verstanden hat. Eine Frau hat uns letztens hier in einem Haus gesagt, lauft vor ihm weg. Vor wem sollen wir dann weglaufen? Wie Para-Ink-Fans wissen, sind wir immer noch am Mordfall Tristan Brühbach dran und sind doch immer noch felsenfest davon überzeugt, dass dieses Haus etwas mit diesem Mordfall zu tun haben könnte. Also war unsere Aufgabe an diesem Tag, Antworten zu finden. Wir brauchten einfach mehr Beweise. Und das Detektivspiel ging munter weiter. Von den Beinen hier? Ja, auch kurz übel. Ja. Sogar so ein bisschen kribbeln, so ein Kitzel in den Füßen. Irgendwie eine Aufgeregtheit. Ja, aber irgendwie eine Angespanntheit. Ja, ich kann es auch noch nicht so richtig in Worte packen. Warum? Ich kann euch sagen, dass ich mir gerade übelste Kopfschmerzen. Schlecht fühle ich mich. Schlecht. Also haltet euch mal fest, ich mache jetzt nichts Krasses, aber jetzt geht's halt ans Eingemachte. Als wir das letzte Mal hier waren, habe ich gefragt, wer ist hier? Da hat eine Stimme gesagt, der Dämon. Ist der Dämon heute wieder hier? Ich muss von da weggehen. Ich hab kein gutes Gefühl gehabt. Ich hab gar kein gutes Gefühl hier oben. So, also ich habe eine Frage. Das letzte Mal wurde gesagt, hier ist ein Dämon. Ist der Dämon hier im Haus oder hat der Dämon was mit Laura zu tun? Wieder Dämon. Läuft schon. Ich hab hier gerade so einen weißen Rauch gesehen, wie bei mir zu Hause. Wieder Lichtpunkt. Ich schwöre bei allen, dass das kein Lichtpunkt.
Wo ist der Dämon? Oder was mich auch interessiert, wer hat letztens hier im Haus geknurrt? Also, wer hat hier letztens in diesem Haus geknurrt? Wo ist der Dämon? Ha? Ich hab die Box direkt, ich versteh dich nicht. Was hat er gesagt? Okay. Keiner von uns. Nee, das ist nicht die Lisa. Klingt krass. Aber das ist nicht die Lisa. Glaube ich nicht. Das ist das, also mir würde jetzt nichts einfallen, was sie gesagt hätte, was in diesem Tonfall gewesen wäre. Komm hier rein. Nee. Wo lag der denn hier? Ich denke, es ist sehr gut zu verstehen, dass es sich bei dieser Stimme um eine jungen Stimme handelt. Und die Aussage kommt hier rein. Ist natürlich wieder sehr interessant, weil ich direkt an der Treppe richtig zum Dachboden stehe. Ich denke auch, dass wir uns nichts einreden, wenn wir behaupten, dass dieser Ort definitiv irgendetwas mit Kindern zu tun hat. Vielleicht auch mit Tristan? Und genau das wollten wir an diesem Tag rausfinden. Und Leute, wir waren heiß. Es wäre total sinnlos, wenn die Sandes so betonen würde. Abgesehen davon, warum sollte sie sagen, komm hier rein? Machen wir eine reine EVP-Session. Ja. Ich geh mal hier rein, wo ich ganz nicht in die Augen liegen. Also ich habe gerade eben eine Frauenstimme gehört, die gesagt hat, komm hier rein. Was willst du uns damit sagen und wo sollen wir reingehen? Also nochmal, ich habe gerade eben eine Frau aufgenommen, die gesagt hat, komm hier rein. Interessant finde ich, dass wir letztens, als wir hier waren, schon mal jemanden aufgenommen hatten, der gesagt hat, kommt hier rein. Lisanne und Laura, die verlassen jetzt das Haus. Findest du das gut? Gefällt dir das?
kommt der Beweis, dass nicht alle Geister in diesem Haus böse sind. Unsere Mädels werden beim Verlassen des Hauses freundlich verabschiedet. Wer hat mich das letzte Mal hier gekratzt? Wer war das? Kann mir jemand sagen, was hier so stinkt? Was stinkt hier so? Wo ist der Dämon? Ich meine, ich will euch nicht ärgern, aber ich kann auch das Vaterunser wieder beten. Ne? Dann wäre es aber nicht schlecht, wenn du dich mit uns mal unterhältst. Wer war mit uns das letzte Mal hier im Haus? Wer war das? Ich könnte es noch mal sagen, Jesus Christus ist mein Beschützer. Wie gesagt, also, ich habe mit dem Spiel nicht angefangen. Du hast gesagt, der Dämon. Welcher Dämon? Wie ist sein Name? Dolch ist nicht da. Adi Anton, was hat das Ganze zu bedeuten? Momentan können wir uns keinen Reim darauf machen, aber wenn ich irgendwas von Schnittwerkzeugen höre, fällt mir immer wieder Tristan ein. Aber wer ist Adi Anton? Sorry Leute, aber ab diesem Punkt wurde die Sache wirklich immer merkwürdiger und merkwürdiger. Und der richtige Knaller sollte ja erst noch kommen. Kann uns vielleicht der Tristan hören? Hi Tristan, hier ist der Marc. Hallo Tristan, hier ist Doro. Hi Tristan, hier ist der Asi. Wir haben heute einen Brief gekriegt, Tristan. Da steht drin, dass wir eingeladen worden sind und dass wir uns darüber unterhalten, was mit deinem Grab passiert. Ist dir das lieber, dass dein Grab verschwindet oder soll dein Grab da bleiben, wo es ist? Thank you.
funktioniert. Das funktioniert? So, ich habe jetzt meine Zigarette auf den Würfel gestellt. Wenn du willst, dass wir das Haus verlassen, dann schmeiß die Zigarette von dem Würfel. Wie ist dein Name? Von hinten. Ja, von hinten. Sagst du ihm vielleicht rückwärts? Wir müssen es andersrum abspulen. Geh mal bitte weg. Ja. Wer soll bitte weggehen? Unseren Namen kennst du. Den Assi, die Laura, den Marc, den Lisanne. Und mich kennst du auch. Wer soll weggehen? Mit solchen Aussagen wie du Fotze und sowas kannst du uns A nicht beleidigen, unsere Mädels nicht beleidigen und mal ganz im Ernst, was soll das bringen? Antworte doch ganz einfach auf die Fragen, die wir stellen. Ja, die sind ganz einfach.
Oder reicht deine Intelligenz nicht aus, die du momentan besitzt, um diese Fragen zu beantworten? Hast du ihm aufgestoßen oder geknurrt? Was? Hast du ihm aufgestoßen? Nee. Essen. Weil wir haben jetzt schon geknurrt. Ja, ein Flur, genau. Genau, wir haben hier. Ich hab's auch verhört. Wenn du doch knurren kannst, wenn wir dich doch hören können. Dann schmeißt du noch mal was um. Unten die Dose im Erdgeschoss. Da liegen ganz viele rum. Die Zigarette zum Beispiel. Komm, schmeiß die Zigarette um. Sei kein Schwächling. Schmeiß sie einfach runter. Jemand Tristan gesagt? Dinge ausgelöst, als wir das letzte Mal hier waren. Das Knurren, das Knurren, das Knurren, das dreimal Knopfen. Was war das für ein Scheiß? Also, wer hat das ausgelöst? Das Knurren, das Klopfen. Wer war das? Zum Weinen gebracht. Also ich würde sagen, wir machen ein bisschen Break. Ich hatte mir einen kleinen Plan zurechtgelegt. Der Plan war, wir teilen uns alle im Haus auf, jeder alleine auf einem Stockwerk, um zu schauen, was dann passiert. Keine Ahnung warum, aber ich wählte den Dachboden.
Obwohl ich ja zugeben muss, dass Doro auch ziemlich scharf von Anfang an auf den Dachboden war. Aber sei es drum. Doro war eins unter mir, im zweiten Stock Lysanne und im ersten Laura und Assi. Genau. Lysanne geht eins runter. Dann sind wir auch nah bei ihr, wenn das sein soll. Ganz kurz. Könnt ihr mal kurz stehen? Ich mach gerade mal von mir hier oben aus die Einleitung. Ich will da wieder rein. Meinst du? Aber ins Erdgeschoss möchte ich nicht. Nein, da unten. Nee, dass du anscheinend in den Handy bist. So, Leute, wir sind jetzt schon ein bisschen hier. Haben eine Spiritbox-Sitzung gemacht. Ihr habt jetzt die Ergebnisse schon gesehen. Beziehungsweise gehört und gesehen. Ja, wir wollen halt heute ein bisschen was probieren, was wir sonst nicht machen. Wir gehen natürlich jetzt auch ein kleines Risiko ein, aber an alle, die jetzt wieder zu Hause sagen, oh, passt auf euch auf, wir passen auf uns auf, aber wir müssen halt auch ein bisschen was riskieren, weil wir sind definitiv heute das letzte Mal hier und wollen rausfinden, was das Haus mit Tristan zu tun hat, mit Dämonen zu tun hat, wir wissen es nicht. Das heißt auf gut Deutsch, jeder von uns, die Mädels stehen ja schon oben auf der Treppe, belegt jetzt einen Ort komplett alleine. Ja, also das heißt, ich stehe jetzt alleine auf dem Dachboden. Doro bleibt einen Stockwerk oben runter. Und hier haben wir jetzt, Moment. So. Hier haben wir jetzt Laura und Lysanne und der Assi. Assi und Laura gehen ins unterste Stockwerk. Und Lysanne, mutig, mutig, geht eins unten drunter auch komplett alleine. Wir teilen uns für 10 bis 15 mutig. Minuten komplett auf. Und schauen mal, ob wir so vielleicht eher mit irgendjemandem reden können. Vielleicht sind wir einfach zu viel auf einen Fleck. Und ich würde sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay? Ja, jo. Passt auf euch auf. Machen wir. 10 Minuten, aber mehr nicht, ja. Sollen Assi und ich 5 Minuten Erdgeschoss, 5 Minuten Keller machen? Könnt ihr auch machen, wie ihr das kann. Wollen machen? Korrekt. Unsere Geisterfalle zeichnete den Moment auf, als ich den Dachboden betrat. Zum Glück, weil wie sich später herausstellt, war diese Aufnahme nicht mehr auf der Karte zu finden, obwohl ich mir hundertprozentig sicher bin, dass diese Situation definitiv aufgezeichnet wurde. Bei mir dauerte es keine 5 Minuten alleine auf dem Dachboden, als ich das erste Geräusch neben mir hörte. Genau in diesem Moment schoss die Geisterfalle ein sehr merkwürdiges Bild. Vergleich dieses Bild mal mit den Bildern davor. Und siehe da, die Kamera lief auch wieder. Und jetzt war der Marc kurz davor, seinen kleinen, aber feinen Verstand zu verlieren. Jo Leute, immer noch auf dem Dachboden mit äußerst komischen Geräuschen, die hier so reinpfeifen. Klar, die Autos, die pfeifen hier auch durch, aber es ist schon übelst creepy. Auf der anderen Seite habe ich gerade was gefunden, was mir echt so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ihr wisst, dass wir spekulieren. Ja Mann, und als ich das sah, ist mir echt alles aus der Visage gefallen. Könnt ihr auch das Licht hinter mir sehen? Mein Gefühl hatte mich nicht in Stich gelassen. Ich war nicht alleine auf diesem Dachboden, nein, und ich war auch nicht ohne Grund dort. Dass dieses Haus was mit dem Mord an Tristan Prübach zu tun haben könnte, was natürlich auch nicht von allzu weit hergeholt ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich kann mich sehr gut an den Tag erinnern, als der Mord an Tristan passierte. Eine Woche vorher habe ich mir eine Free and Easy Karte gekauft. Na, wer von euch kennt sie noch? Die erste Prepaid Karte fürs Handy. Und Leute, kein Scheiß, dreimal dürft ihr raten, was ich hier oben auf dem Dachboden gefunden habe, wo eigentlich nur Rattenscheiße liegt. Ich habe ein ganz komisches Geräusch gehört, eben gerade, neben mir. Ihr habt es vielleicht mitbekommen und habt mich dann einfach mal genauer umgesehen, was es dann hier oben alles zu sehen gibt. Und dreimal dürft ihr raten, was ich gefunden habe. Yep. Einen Moment.
Eine Free and Easy Telefonkarte. Genau aus dieser Zeit. Was macht ihr hier oben auf dem Dachboden? Das ist die Frage, die es jetzt gilt zu klären. Also so doof wie das klingt, ja. Ich werde die Karte auf jeden Fall mitnehmen. Man sollte niemals nie sagen, diese Karte könnte vielleicht, ja, extra hier versteckt worden sein, um vielleicht, jo, irgendetwas zu vertuschen. Ich werde diese Karte definitiv mitnehmen. Ich finde es total merkwürdig. Total. Das ist wie ein neues Puzzlestück, was mir wieder einiges zu denken gibt. Aber wie gesagt, ich nehme sie mit. Free and easy. So Leute, und jetzt entwickelt sich das Ding zu einem waschechten Krimi. Und ich hatte mit meiner Vermutung recht. Diese E-Plus Handykarte kam kurz vor Tristans Tod auf den Markt. Das hat unsere Recherche ergeben. Unsere aufmerksamen Zuschauer, die den Fall Tristan Brühbach in- und auswendig kennen, kennen auch die Handy-Theorie. Ich war ab diesem Moment total durch. Hallo, hier ist die Laura und der Asi. Und wir haben uns jetzt mal aufgeteilt alle, um zu gucken, ob ihr vielleicht mit weniger mehr reden wollt. Würdet. Wenn hier unten irgendjemand ist, dann kannst du dich ja einfach mal irgendwie bemerkbar machen. Mit Klopfen oder irgendwas in die Ecke schmeißen. Nun nicht da, wo der Asi steht, bitte. Wir wollen auch gar nichts Böses. Vielleicht kannst du uns ja sagen, oder ihr, was hier letztens abgegangen ist, wer hier war oder wer hier immer noch ist. Oben eben bei der Spiritbox-Sitzung kam ganz oft der Name Tristan vor. Hat der Tristan hier mit dem Haus irgendwas zu tun? Starke Frau. Starke Frau. Ja, ne? Ja. Wo waren wir letztens gewesen? Hier, ey. Hier liegen so viele tolle Sachen auf dem Boden, die du einfach mal rumschmeißen könntest. Oder rumrollen könntest. Kannst du mir deinen Namen verraten? War das nicht hier, wo die eine gesagt hat, man sieht dieses Gesicht in der Wand? Mhm. Das war doch hier, oder? Das war hier, wo das, als es rausgucken würde, glaube ich, war das. So, als es in die Tür reingucken würde, war das aus, oder? So ungefähr war das, oder? Ja, und ich habe gedacht, was die mit Gesicht meinen, ist das da. Da. Wieso? Ja, hier, da. Sieht nämlich echt aus wie Thomas, die Lokomotive. Geiler Scheiß.
Ja. Also für die anderen, die das hier sehen, falls dieses Gesicht gemeint ist, das ist nichts, das ist nur Mauer. Was einfach lustig. Also wenn ich von hier aus gucke, sehe ich sogar nicht mal. Das sind hier einfach zwei Löcher. Genau. Und fertig. Oh. So. Bin ich so unsympathisch, dass man mit mir nicht sprechen will oder mit mir keinen Kontakt aufnehmen möchte? Dieses Duck macht mich total kirre, ey. Nix, Lara. Nix, Lara? Nee, kann doch nicht auf die Telefonse bestellen. Deine Abos werden. Aber das Video ist trotzdem gespeichert. Ach, wir müssen, können wir noch irgendwas für ein paar Minuten in den Raum unten gehen? Ich will nicht alleine sein. Ich hab nicht. Ich beleuchtet habe und dann immer hier jemanden habe stehen sehen. Ich bin fast ausgerastet und bin dann hochgegangen. Ist irgendjemand hier bei mir? Na komm, los, stärker! Der war gerade fast auf Gelb gewesen, ne? Ist eine Frau dafür verantwortlich, dass ich hier das letzte Mal in Tränen ausgebrochen bin? Ist hier vielleicht irgendjemand mit uns im Raum? Wenn ja, dann beweg dich doch einfach mal ein Stückchen mehr auf uns zu. Ich habe so ein... Ja, genau, noch mehr. Ich habe ein ganz, ganz tolles Gerät in meiner Hand. Und wenn du noch ganz, ganz doll viel näher kommst, dann geht diese kleine Nadel noch ein bisschen weiter nach rechts. Es war gerade echt gut. Musst dich aber noch ein bisschen mehr trauen. Nicht weggehen, herkommen. Wenn du dich nicht traust, dann mach dich doch bitte irgendwie anderweitig bemerkbar. Klopf zum Beispiel einfach mal. Wie weit seid ihr da unten? Ja, ich habe meine paar Fragen gestellt, die ich fragen würde. Wir brauchen eine Chance, dringend die Kamera an. Mega. Ich hätte zweimal gesagt, wenn, ist mega. Wenn ihr, sag mal, wenn die Kamera läuft. Läuft? Wenn ich euch jetzt zeige, was ich oben auf dem Dachboden gefunden habe. Also, ich habe es für die Kamera moderiert. Mhm. Es gab direkt hinter mir einen kurzen Geräusch, was vorher nicht da war. Mhm. Und ich habe mich dann umgedreht und da liegt so eine Dachpappe. Mhm. Und darunter hat so ein Stück rot lackiertes Teil rausgeguckt, was für mich visuell überhaupt nicht zu dem Dachboden gepasst hat. Mhm. Ich habe das dann rausgeholt und gucke mir das auch an und heb die Dachpappe hoch, um weiter zu gucken, was da ist. Mhm. Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Hm. 1 Million Euro! Nee, jetzt mal, Leute, ganz im Ernst, das ist ein Hammer jetzt gerade. Hm.
Ich kann mich erinnern, ich habe mit meinem Vater im LKW gehockt und wir waren auf dem Weg nach Frankfurt, als wir im Radio gehört haben, was am Vortag mit Tristan passiert ist. Eine Woche vorher kam was auf den Markt? Die erste Prepaid-Karte für Handys. Free and easy. Ja. 1998. Ja. Ich war mit einer der ersten, die das Ding gehabt haben. Ja. Ich weiß es ganz genau. Warum versteckt jemand seine Free and Easy Telefonkarte in einem Haus, was fast 100 Jahre alt ist? Warum versteckt jemand seine Free and Easy Telefonkarte? Ist nicht dein Ernst? Auf dem Dachboden. Das ist der Megaknall. Und ich bin mehr wie nur drauf gedrückt worden, da mal genauer hinzugucken. Und finde im Dreck die Free and Easy Karte. Das ist. Und die ist genau aus der Zeit, als Tristan ermordet wurde. Original. Oh, das könnte vielleicht einiges ändern. Das ist ein Beweisstück. Ich hab's gerade so. Für mich ist das jetzt erstmal ein Beweisstück, bevor ich noch weiß, wem die Karte mal gehört hat. Aber das was interessant wäre. Sind die nicht mit PIN gespeichert? Das macht nichts. Kann man knacken? Steht die Telefonnummer drauf. Ja. Die hat nämlich damals da drauf gestanden. Das ist original aus der Zeit, ihr könnt es googeln. Das ist original aus der Zeit, wo der Mord passiert ist. Hat das gerade jemand gehört? Die Geschichte, dass der, was wir uns gesponnen haben, dass der hier drin war und hier irgendwas gemacht hat und sich gedacht hat, scheiße, bevor die mich orten. Ist gar nicht. Weil Handys konntest du schon vom ersten Tag an konntest du die orten. Ja? Ja, ja klar, waren ja ein Empfangsgerät, also haben die auch gesendet. Die lag im Dreck unter der Dachpappe. Wie kommt die dahin? Also ich möchte allein daraufhin gerne nochmal an dem Brunnen eine kleine Idee. Ich finde das Killer. Ich finde das Killer. Eine Telefonkarte in dem Haus. Hier wohnt schon seit 40 Jahren keiner mehr. Was macht die Telefonkarte oben? Ich glaube nicht, dass das ein Wohnhaus gewesen ist. Die Aufteilung. Ohne Scheiß, ich gehe nochmal hoch. Ich gehe nochmal hoch und gucke nochmal unter der Dachpappe, ob da noch mehr liegt. Ja, und ich würde gerne in den Raum gehen, wo du gerade warst. Gehen wir zusammen? Oder gerne. Alter, das ist echt der Knaller. Das ist geil. Das ist mega. Ich höre hinter mir dieses Bup. Das war dieses darauf hinweisen. Pass auf, genau. Und nimm die Kamera und sag, scheiße, was war denn das? Und film so. Und in dem Moment, als ich die Kamera bei dir hinstellen will, war das so, als ob so jemand... Ganz hatten kurz, wir auch eben. Ja, aber auch als ob so jemand... Ja. Machen wir drauf. Ich schwöre bei allem. Wie geil! Es war, als ob irgendjemand an meine Herkunft, als ob so dreht ich mich um. Und ich drehe mich um und leuchte zu hinten. Denkst du, was ist das für ein Teil? Das sieht ja neuer aus als das Haus. Nimm das weg und heb die Dachpappe hoch und sehe ein Stück durchblitzen und direkt mein Kopf. Das sieht aus wie eine alte Free and Easy Karte. Das ist original eine Free and Easy Karte aus der Zeit. Ich schwöre auf alles. Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, ist jemand auch gerade so scheiße kalt wie mir. Ich friere mir gerade einfach. Ausnahmsweise mache ich. Man könnte, wenn wir mehrere Indizien hätten, sogar nachprüfen, wer diese Karte gekauft hat. Weißt du warum? Ich musste meinen Ausweis hinterlegen, der ist blockiert worden, nur weil ich diese Prepaid-Karte gekauft habe. Bei jedem machen, ja. Das ist auch so mega interessant. Das war, als hätte das ganze Haus gerade vibriert? Keiner gemerkt? Nee. Aber einen Knochen hatten wir eben auch. Gut, also habe ich mir das noch nicht eingebildet. Ja, da drinnen. Okay. Kurz, aber leider nur auf Audio. Sie denkt nur, was hast du gedacht? Ich hatte gerade die Frage im Kopf und wollte fragen, ist es wahr, dass Laura eine Anhaftung hat? Und bevor ich die Frage stellen konnte, knurrt es. Okay. Und ich spreche sie an, also wir haben es leider nur auf Audio. Und ich frage sie, das war jetzt aber dein Magen, oder? Nein. Krass. Da warst du gerade im Keller hatten wir gar nichts. Also wir haben uns auch nicht unwohl gefühlt. Wir waren Erdgeschoss auch nicht. Also, genau so geht es mir heute. Hier auch. Ja. Ich fühle mich gerade nur total entspannt und ich fühle mich, als ob ich irgendwelche Sachen einsammeln soll. Ich schwöre bei Gott, ich fühle mich, als nachdem ich das Ding jetzt gefunden habe. Einsammeln, ja. Mal ganz im Ernst, ich bin total gehypt. Ihr braucht nichts mehr knurren, ihr braucht nichts mehr machen. Das Ding ist absolut der Knaller. Weil wie gesagt, das Haus steht schon Ewigkeiten leer. Wie kommt die Karte auf den Dachboden? Auf den Dachboden? Im Dreck reingedrückt. Wie kommt die dahin? Wisst ihr eigentlich, ob der Mörder von Tristan noch lebt? Das ist nicht schlimm. Das ist es ja. Dadurch, dass also jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich lasse jetzt mal meinen fantasiefreien Lauf, ja? Hier kommt so oft Tristan drin vor. Also hier an dem Platz, ja? Was ist denn, wenn es gar nichts Dämonisches ist, was hier so rumknurrt oder so? Sondern was ist denn, wenn der echte Mörder von Tristan schon tot ist
Und hier in dem Haus liegen Indizien, die auf ihn hinweisen, egal ob er tot ist oder nicht. Und er wollte uns verscheuchen. Ja, richtig. Und er wollte uns erschrecken, dass wir gehen. Das könnte gut sein. Definitiv. Also nachdem ich das Ding jetzt hier gefunden habe, das ist für mich, das ist eine Sensation. Max, guck weg, dass es nicht wegkommt. Ich habe Gänsehaut im ganzen Körper, mir ist eiskalt. Free and easy weekend. Das ist der Knaller. Das Beste, ich kenne das Teil noch nicht mal. Ich auch nicht. Und ich bin aus den 93ern, ne? Wie gesagt, ich kann mich genau erinnern, ich hatte genau die gleiche gehabt. Und die hatte ich mir wirklich kurz davor. Ich kann mich schon kurz daran erinnern. Mein Vater hatte die gehabt. Das passt genau rein. Nur hat zu dem Zeitpunkt hier schon keine mehr gelebt. Nee. Warum nimmt man seine Karte aus dem Handy und versteckt es an so einem Ort? Ich war das. Ich habe ihm auch geschlossen. Also ich werde definitiv das Ding hier richtig gut aufheben. Das dürfen wir nicht verlieren, das weil... Steht da die Nummer drauf? Ja. Ja, dann am besten mal googeln. Ja, könnte man googeln. Vielleicht ist ja irgendwas hinterlegt, so Adressbuch. Macht ihr mal weiter, ich gehe gerade mit dem Assi hoch. Mhm. Kann ich das gerade nochmal dokumentieren? Ich guck mal, ob da noch mehr liegt. Okay, also. Kann man mal nehmen? Ja. Also Leute, hier haben wir die Telefonkarte gefunden und erklärt mir mal bitte, wie eine Telefonkarte, eine alte E-Plus Free and Easy Karte, hier drunter kommt. Vielleicht noch mehr? Okay. Das ist schon merkwürdig, dass die Karte genau hier lag. Also unter dieser Pappe hier. Das ist wirklich mehr wie nur merkwürdig. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil dieses Teil für mich hier überhaupt nicht hingepasst hat. Ja, das könnt ihr jetzt durch das Licht nicht sehen. Das ist metallic rot und das hat mich so angegrinst, nachdem hier neben mir ein Geräusch war, was ich nicht definieren konnte. Und ich dann auch noch das Gefühl hatte, als ob irgendjemand hinten mich drehen will in diese Richtung, habe ich diese Karte hier gefunden. Und wie gesagt, für manche ist es vielleicht lächerlich, aber für mich ist das Teil jetzt total interessant und für mich auch eine Art Beweisstück. Was auch interessant ist, hier sind abgebrannte Teelichter. Keine Ahnung, was hier gemacht wurde. Ja? Warum man sowas... Hausschuh. Oder was ist das? Das ist ein Hausschuh. Das ist ein Hausschuh. Krasse Aufnahmen, definitiv. Alter, Spurensuche. Also Leute, heute weniger Aktivität. Definitiv weniger Aktivität heute. So wie es für uns gerade rüberkommt. Am Ende haben wir schon wieder voll die krassen Sachen. Die Mädels haben auch unten drunter gerade ein Knurren wieder gehört. Ich habe es nicht gehört. Anscheinend haben wir es auf dem Autorekorder. Ihr werdet es dann definitiv hören. Und wir machen uns jetzt von hier oben mal wieder runter zu den Mädels und werden noch mal ein paar Stockwerke hier absuchen und euch natürlich noch den Brunnen zeigen. Ganz wichtig. So, dann wollen wir doch noch mal die Box anschmeißen. Wie geht's? Was ich hier mache? Ich will wissen, was hier los ist.
Ja, jetzt sind wir wieder in dem Raum hier, oder? Das ist doch der Raum. Ne? Ja, wie sieht es dann jetzt aus mit dem Vater unserem Himmel? Soll ich das nochmal machen? Ja, Mann. Nicht zu Hause mal, das hab ich wirklich verstanden. Hallo! Wo seid ihr denn heute alle? Seid so still! Auf einmal spielte unsere Überwachungskamera im ersten Stock total verrückt. Lag es an den Fragen? Tristan Prüger. Manfred Zehl. Als wir oben drüber unsere Spiritbox-Sitzung führten, lief anscheinend irgendjemand durch den ersten Stock. Hört mal genau hin. Oh, wir sind heute ganz nett. Aber wir gehen kurz einmal an, oder? Ja, ja. Was? Psst. Wir sind nicht mehr alleine. Meinst du? Hörst du? Bist du da? Meinst du? Psst. Halt mal hin. Bist du das? Gut, ist gut. Kann einer ganz kurz nach draußen dichten? Einfach so, und dann ist mir gut geht. Okay. Guck mal, Kollege. Wir wollen von dir nichts Böses. Okay? Ich hoffe und bete, dass die Überwachungskamera unten an war. Ich hoffe es auch. Die hat 2 Stunden Akku gehabt. Aber jetzt saugt eine ganz böse Akku. Bei ihr leer, mein Akku ist auch fast leer.
Wie sieht's bei dir aus? Hier ist noch eine Stunde und 57 Minuten. Eine Stunde nur noch? Ich denke, wir haben viel mehr aufgefangen oder aufgenommen, als wir vielleicht jetzt erwarten. Also ich muss sagen, es hört sich mal was heißer. Ja. Jetzt eben war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, aber... Aber jetzt mal ganz blöd, den Gedanken hatte ich vorhin schon unten gehabt. Was ist, wenn das bisschen Räuschern, was wir das letzte Mal gemacht haben, echt schon was gebracht hat? Dann frage ich mich, warum wir trotzdem, zwar nicht mehr so intensiv... Ganz genau, nicht mehr so intensiv. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, gegen den Dämon machst du auch mit ein bisschen selber nichts. Nee. Nicht wirklich viel. Deswegen sage ich ja, vielleicht ist es überhaupt kein Dämon, verstehst du? Sondern es ist jemand, der uns einfach hier raushaben will. So, was haben wir noch, was mit muss? Hast du das Knacken von da hinten, Schatzi? Das könnte Wasser gewesen sein, die ganze Zeit. Ich habe vorhin mal reingeguckt und das sieht aus, als würde da Wasser reintropfen. Okay. Ja, für die Ausleitung. Wenn du auf den Aufnahmen, während also nicht unten im Keller, dann immer so ein dumpfes Klopfen hörst, das wird auch das wird, gewesen sein. Oder bestimmt. Das, ja, also ich kann es eigentlich gerade noch filmen, wie wir die Kamera unten abbauen. Tschüss. Sollen wir hier oben schon alles soweit fertig machen? Ja, ihr könnt alles einpacken bis auf den Dings. Nee, nee, runterkommen noch nicht. Okay. Obwohl, kannst du ruhig. Ich mach dann die restlichen Sachen. Weil hier oben ist ja jetzt gar nichts mehr. Ja, ja. Die Geräte sind jetzt alle nur noch unten. Alles klar, danke. Und unten. Ja, sehr gut. Diese Büchsen waren es, die da durchgeflogen sind. Ja. War wie ein neues Geräusch. Ja, mein Freund, ist schon klar. Machen wir auch, oder? Cam ist aus. Pass auf, die hat das nicht aufgenommen. Dann kotze ich. Dann kotze ich richtig. Ist aber an. Er hat Saft, oder? Nee, ich bin noch so. Leer gesaugt. Pass auf, was ich dir sage, Alter. Und dann haben wir das nicht drauf. Das wäre zum Kotzen. Das wäre echt zum Kotzen. Die Kamera läuft, Assi? Gut. Also Leute, Überwachungskamera sind wir jetzt gerade am Abbauen. Obwohl der Akku voll war, ist die Kamera aus. Wir hatten wieder hier unten den Bewegungsmelder an, haben wieder Schritte gehört. Ich hoffe inständig, dass wir es auf der Kamera drauf haben, dass sie so lange lief. Wenn nicht, haben wir leider Pech gehabt. Ja. Wäre echt ärgerlich, aber gut. Ist halt so. Ich finde es krass. Kamera war aus. Ich weiß nicht, ob sie das aufgenommen hat. Kann sein, dass wir den Bewegungsmelder nicht drauf haben. Ne? Kamera wieder aus war. Ärgert mich. Hast du an die nicht sogar noch einen Akku dran geschlossen? Ja, ja. Der Akku hält, der hält. Alles leer. Das ist alles leer. So, jetzt brauche ich mal das Köfferchen. Ja, komm. Doch. Ah, ja, genau. So. Ja, es ist ziemlich spät. Wir werden jetzt einpacken, beziehungsweise haben schon so gut wie alles eingepackt. Ja, könnte mich halt ärgern, weil ich jetzt nicht weiß, ob ja, die Geschichte mit dem Bewegungsmelder auf der Kamera ist, weil obwohl Akku alles voll, war die Kamera eben leer. Ich hoffe echt, dass das diesmal eingefangen wurde, weil das war nämlich auch Sinn und Zweck der Sache. Ob es eine Episode gibt oder nicht, kennt ihr jetzt schon langsam, wenn wir was Cooles finden, was wir euch zeigen wollen, werden wir das natürlich machen, aber jo, mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, heute war es nicht so krass wie beim letzten Mal. Jo, die Mädels können ja auch noch was dazu sagen, also das ist jetzt meine Meinung, ich denke nicht, dass es heute so krass war wie beim letzten Mal. Und jo, darum. Ja, also wir hatten jetzt ziemlich zum Schluss eine Situation, die hat so ein bisschen ans letzte Mal erinnert, aber so heftig wie es letzte Mal fand ich es jetzt auch nicht, obwohl schlecht, Übelkeit, das Ganze alles wieder da war, zumindest bei mir, bei Lisanne. Ich habe Kopfschmerzen des Todes, ja, also ich bin auch froh, wenn wir jetzt hier gleich erstmal raus sind. Und ja, also
Das ist erstmal so das Zwischenfazit, bevor die Auswertung abgeschlossen ist. Meinerseits. Also für mich war es halt auch um Längen ja, entspannter als das letzte Mal auf jeden Fall. Und ich meine, dass man getrennt auf den unterschiedlichen Ebenen untersuchen kann und einfach mal ein paar Fragen stellen kann, ist schon Beweis genug dafür. Obwohl ich ja dann doch zu dir hoch musste, mal kurz, aber das war halt einfach so. Aber ja, die eine Situation, die war vorhin echt gut und wir haben ja auch gedacht, das Knurren das ein oder andere Mal gehört zu haben und ich hoffe, das ist auch hier drauf. Aber ansonsten gehe ich relativ entspannt nach Hause, obwohl mir mein Bauch ein bisschen... Ja, schlecht ist mir. Ja. Laura, was sagst du? Ja, ich habe jetzt so ein bisschen gemischte Gefühle. Also so krass wie das letzte Mal war es auf keinen Fall. Aber jetzt so die Endsituation hat mich ein bisschen aus der Entspannung rausgerissen. Ja, jetzt zum Ende hin ist es ziemlich spooky geworden. Ja, also Doro könnte schwören, dass sie von irgendwas zurückgedrängt wurde. Ja, also ich bin ganz ehrlich und ich gebe es nicht gerne zu und ich bin kein Schisser. Das glaube ich, habe ich in den letzten Episoden euch auch bewiesen. Ich habe vorhin das erste Mal echt Schiss gehabt. Ganz komische Situation, ging auch nur vielleicht eine halbe Sekunde, aber ich hatte echt Schiss, so dass ich einen Schritt zurück gemacht habe, als wie wäre ich gegen eine Wand und gehe zurück und bin gegen Assi gelaufen. Jo. Und da haben definitiv Leute gehört. Da hat jemand gebabbelt am laufenden Band, das war ja krass. Wir werden sehen am Ende, was die Auswertung zeigt. Ja. Und ja. Wie gesagt, danke. Wir können uns auch täuschen. Am Ende haben wir wieder einen ganzen Haufen Stimmen drauf, aber das können wir halt vorher nie wissen. Kommen mir immer die Fragen, hört ihr die Stimmen alle schon vor Ort, aber das ist zu 90% halt nicht der Fall. Jo Leute, das war Episode 6. Bei uns geht's hier am laufenden Band. Bleibt einfach dabei, wir hauen ab. Wir sind raus. Ja, aber zeige ihm euch das ein. Puh, was war das wieder für eine geile Untersuchung? Also jetzt mal ganz im Ernst, ja? In erster Linie bin ich froh, wirklich froh, und das ist kein Spruch, dass wir diesmal besser echt aus dieser Nummer rauskamen wie beim letzten Mal, weil wer denkt, dass wir extra provozieren, um uns irgendwelche Probleme, sprich Anhaftungen, Geister, die wir mit nach Hause nehmen, ja, einfach mal so aufs Spiel setzen, weil wir das geil finden, der hat überhaupt keine Ahnung von unserer Arbeit. Also auch ganz klares Signal an unsere Fans da draußen. Macht euch einfach mal mit uns einen Kopf. Was könnte das alles heißen? Wo könnte die Wahrheit liegen? Wie immer besteht sehr hohes Interesse an eurer Meinung. Und wir freuen uns jetzt schon über den ein oder anderen Tipp oder Kommentar. Das Spekulieren überlasse ich jetzt ganz einfach mal euch alleine. Rede und sabbel heute nicht so viel wie sonst. Ich glaube, das muss man erst mal setzen lassen. Ja, und eins steht fest, Para Inc. ist schon sehr bald wieder da draußen für euch unterwegs, um das Paranormale in Bild und Ton festzuhalten. Und wir bedanken uns ganz recht herzlich bei unserer Fangemeinde, die tagtäglich anwächst. Leute, sau
geil, ihr unterstützt definitiv das richtige Team. Das behaupte ich jetzt ganz einfach mal, weil wir tun echt viel für unsere Fans. Plus, wir legen uns da richtig rein und hauen Episoden raus ohne Ende. Und das ist eigentlich keine Kunst, wenn sie nicht qualitativ so hoch wären. So, jetzt habe ich mir genug Eigenlob zugesteckt. Mein Name ist Marc von Para Inc. und wir bleiben neongrün. So schaut's aus. So, dann fangen wir doch mal jemanden an, aber. Doch, da liegt wirklich was. Siehst du, ich sag's doch, da lief jemand da lang. Da liegt eine Bananenschale. Doch, Mann. Wir sind aber. Hinter uns ist aber jemand. Yes, das ist mir egal, der sieht mich ja. Ein kalter Windhauch weht plötzlich mitten durch dein Zimmer. Du bist dort ganz alleine und schlafen kannst du nie und nimmer. Immer wenn es Nacht wird, kommen diese fremden Stimmen. Sehen kann ich niemanden, doch sie wissen, wer ich bin. Was soll ich tun, was soll ich machen? Halt den Spuk nicht mehr aus. Muss hier raus, ich pack mein Zeug, ich zieh hier aus. Doch dann fällt mir diese Gruppe ein. Wie war das noch mit Para Inc? Para Inc, die wissen, wo die Geister sind. Ruf doch einfach Para Inc. Para Inc. Ruf doch einfach Para Inc. Ruf doch einfach Para Inc.